time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute zeige ich euch, ja, Blog-Launcher für die 0.11.0. Könnt ihr nämlich auch noch die Mods da installieren und dann wird die ganzen Mods, die ich hochgeladen habe für die 0.11.0 ebenfalls auch gar nicht so sinnlos, denn jetzt könnt ihr die einfach hochladen. Ist nämlich eine Beta. Der Link dazu steht unten in der Beschreibung. Einfach draufdrücken. Und dann könnt ihr es downloaden und jetzt seht ihr hier, wir sind da drinnen und ihr seht, wenn ich hier oben auf die Mitte klicke, ganz normal Blog-Launcher. Und seht auch oben, seht ihr mein Handy, bla bla bla, ihr seht auch die ganzen Server und so weiter, 7 Facts-Folgen. Mach einfach mal eine neue Welt. Creative natürlich, Welt erschaffen, so. Guck mal drauf. So, ihr seht, das ist die 0.11, ich habe noch gar nichts eingestellt. Ich muss hier alles hätten. Oh, man kann sogar Skins, aber da habe ich gerade gar keinen. You can change your skin in game edges of the front, bla 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 bla, Menü. Sichtweite, Helligkeit, Ring, Grafik. Gott, da habe ich mir überhaupt nicht viel beschäftigt, seitdem ich das letzte Mal hatte. Ja, ist ja. Okay. Wo kann man denn die Größe von diesen Steuerkreuzgröße? Ja, so geht's doch. Da muss man noch eingeben. Hier. Was? Also, Option from the Menu. Was? Okay. Sehe ich nicht. Muss ich mich später mal überall durchlesen. Und auch hier zum Titelbildschirm. Da steht auch jetzt alles in Deutsch da. Gefallen. Ja, wie gesagt, das ist Blog-Launcher für die 0.11.0. Ist teilweise etwas buggy, ist jetzt hier. Und Werbung gibt es dazu auch noch, weil es ist halt immer noch nicht die Pro-Version. Die Pro-Version ist noch nicht erschienen. Aber man kann auf jeden Fall hier schon mal richtig viel Scheiß mitmachen. Ihr seht es hier. Huch. Ah, okay. Wir können Benutzer definieren. Hab ich da? Nein. Nee, ich hab keinen. Ja, kann man zwar jetzt nicht tief nehmen. Aber, ich habe meinen eigenen Skin, den werde ich demnächst auch hochladen. Aber ich würde sagen, Link ist in der Beschreibung, einfach downloaden, installieren. Es ist nichts dabei, ich habe es auch installiert, also ich müsste auch was haben, wenn es nicht ist und es ist an nichts krass geprüft. Ja, Alphabet 10 von 0.0.0 passt auch, denn dazu ist dieses Ding hier. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, weil die nächste Alphabet, kann es sein, dass dann eine neue Blog-Launcher nötig ist. Schreibt mir das aber dann spätestens dann in die Kommentare, wenn die Build 11 draußen ist, dass es vielleicht nicht mehr funktioniert oder dass es funktioniert. Dann werde ich nämlich eine neue Version dazu rausbringen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!